Hallo, herzlich willkommen bei eSport Torten. Mein Name ist Sunny. Dieses Wochenende geht's in der Area heiß her und zwar kämpfen 128 Teilnehmer um ein heiß begehrtes Ticket um die Wildcard für die Teilnahme an der virtuellen Bundesliga in Deutschland. Das ist ein Riesen-Event. Diese Wildcard ist echt heiß begehrt. Und ich habe mir gedacht, ich unterstütze das natürlich mit einem Törtchen. Heute geht es schon ziemlich rund in der Area und morgen werde ich die letzten 32 Teilnehmer mit einem leckeren Törtchen den Tag noch mehr hoffentlich versüßen und habe aus diesem Grund eine wunderbare Torte zur virtuellen Bundesliga gemacht. Ich habe einen Basisteig gemacht, den ich mit Vanille aromatisiert habe und habe eine ganz, ganz leckere, fruchtige Pfirsich-Pudding-Buttercreme gemacht. Die Rezepte verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox und wie ich diese Torte gemacht habe, seht ihr jetzt. Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen. Mani Beutmann und Frank Buschmann. Meine Jungs sind im Fußballfieber, jede Minute beginnt das neue Spiel. Ich will eine Mannschaft von der Bundesliga und wieder überkommt mich die Euphorie. Ein letzter Blick in den Kader und ich bin kampfbereit. Langsam wird es Zeit, dass der Schiri endlich zum Angriff pfeift. Ich bin im Ballbesitz, ich schlängel mich durch, spiel den Pass nach links und er geht knapp vorbei am Gegenspieler. Jetzt X, damit die Flanke sitzt. Nicht zu kurz, nicht zu weit. Gott verdammt, er könnte passen. Tolle Flanke. Er könnte. Das sieht gefährlich aus. Er könnte passen. Zu zweit vom Tor, aber wieder mal nicht nachgedacht. Mal sehen, ob es der Gegner mit dem Ball bis in den Strafraum schafft. Und während Manni Beutmann dieses Spiel kommentiert, mach ich ne Grätsche und das Ding ist wieder bei mir. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Flügelspieler Marco Reus. Rückfallzieher Lattenkreuz. Nachschuss, das wird Eckball geben. Mario Götze. Mach mich stolz, nur noch ein Augenblick. Dann kommt der Pausenpfiff und ich verwandel die Flanke noch mit dem Außenriss. Die Partie geht los, die Euphorie ist groß. Oh, 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 wie bei der FIFA. Ich will die Mannschaft und die Spielertrikots, wir singen. Oh, 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 wie bei der FIFA. Hey, wie bei der FIFA. Wie bei der FIFA. Wie bei der FIFA. Wie bei der FIFA. Hey, wie bei der FIFA. Jetzt geht's in die zweite Halbzeit. Samuel Neuer ist mein Lebensretter. Selbst bei Regenwetter gelingt dem Gegner kein Gegentreffer. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Ich lauf mich frei und schon wieder landet der Pass wie bestellt. Eine schwache Stelle in der Abwehrkette liefert Angriffsfläche und ich marschier wie die Blaskapelle über die Rasenhälfte. Dank einer Schlaftablette hab ich Platz für flache Bälle und Stangenpässe. Perfekt, wenn ich nicht handgespielt hätte, das gibt wohl Freistoß. Knapp vor Ende, das kann doch jetzt echt nicht sein. 90. Minute, wenn er pfeift, ist dieses Match vorbei. Auch wenn er mir die Gelbe zeigt, vielleicht hilft ein gestrecktes Bein. Doch jetzt steht er komplett allein vom Tor und netzt tatsächlich ein. Und wieder mal geht das Spiel in die Verlängerung. Für was zum Teufel spiele ich mir hier eigentlich die Hände wund? Egal, ich kann den Sieger dann auch später genießen. Denn ich sehe schon, das hier endet höchstwahrscheinlich beim Elfmeterschießen. Die Partie geht los, die Euphorie ist groß. Ich will die Mannschaft und die Spielertrikots, wir singen. Oh, viva la FIFA, 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 viva la FIFA. Die Partie geht los, die Euphorie ist groß. Ich will die Mannschaft und die Spielertrikots, wir singen. Oh, viva la FIFA, 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 viva la FIFA. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Das ist von mir und dem Törtchen zur virtuellen Bundesliga. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Tschüss!